Ja, dann kannst du alleine stehen. Auf einem Bein schauen. Okay, ich lass dich langsam runter. Na, das tut so weh. Ja, es geht. Hey, das Waschbecken ist so tief, setz dich doch einfach hin. Au. Aua. Upsi. Das tat weh. Oh. Okay, es geht aber wirklich. Na super. Dann musst du nur noch ein bisschen nach hinten rutschen, damit wir alle an die Zahnbürsten kommen. Hier ist alles drin, was er braucht. Okay, fertig. Ups, du bist an der Reihe, Luisa. Okay, super. Ich sitze etwas schräg. So, geht schon. Super, alle fertig. Tun wir es jetzt noch schnell in die Schublade. Gar nicht getroffen. So, putzen wir noch mal kurz unseren Mund ab. Ich gehe noch mal aufs Klo. Sollen wir rausgehen? Ach, es ist immer so ein Akt, dich rauszutragen. Müsst ihr nicht. Und von meiner Schwester macht sich sowieso immer. So, fertig. Dann wasche ich mir mal die Hände. So, erstmal in Wasser und dann mit Seife. Oh, das ist ja richtiger Schaum. Ist das cool. Huch, das Licht ging schon wieder aus. Ist das toll. Hey, da kommt mir so eine Idee. Wollen wir eine Schaumschlacht machen? Ja, gute Idee. Juhu! Voll geschaumt. Hey! Und du auch. Alles voller Schaum. Und wir fahren alle um. Ich habe selbst Schaum an mir hier. Ich beschmiere euch alle mit Schaum. Sieht doch toll aus. Oh Mann, nicht schon wieder das Licht. Hey, wir könnten doch auch eine Schaumparty im Dunkeln machen. Das wird zu brutal. Ihr wehrt euch gar nicht, wenn ich euch einschmiere. Huch! Du auch nicht. Ich kann mich ja schlecht wehren. Ich kann nur hinrobben und dann etwas Schaum holen. Aber wenigstens riecht der Schaum echt gut. Ich setze mich auch mal hin. Ich bin irgendwie auch schon sehr müde. Ihr auch? Ja. Hallo. Hallo. Hoch haben Sie uns erschreckt. Na, was macht ihr denn so? Wir machen eine Schaumschlacht. Eine Schaumschlacht? Mit welchem Schaum? Dem Schaum von der Seife. Ah, oh, das Licht ging aus. Ich mach's schnell an. Das nervt ziemlich, dass die Lichter immer ausgehen, oder? Ich riech's. Aber trotzdem solltet ihr euch jetzt gleich schon mal Bett fertig machen. Ja, wir haben alle schon Zähne geputzt. Und ich war gerade schon auf der Toilette. Ja, super, ihr habt noch eine halbe Stunde. Dann ist 9 Uhr und Schlafenszeit. Geht schon mal auf eure Zimmer und dort könnt ihr ja noch etwas spielen. Okay, ich trag dich wieder. Ja, danke. Muss Lynn doch ihren süßen Rocky bringen. Och, ich habe aber immer noch den ganzen Schaum auf meiner Jacke. Warum habe ich ihn denn nicht abgeputzt? Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Lynn. Aufwachen. Guten Morgen, Luisa. Aufwachen.
Guten Morgen, Luisa. Aufwachen. So, Lynn kann ich ja jetzt schon mal raustragen. Komm mit. Hier, die Decke runtermachen. Na, hast du gut geschlafen? Ja, hab ich. Das ist schön. Bin ich müde. Naja, es geht. Ich bin eigentlich eh Frühaufsteherin, aber trotzdem muss ich erstmal wieder reinkommen. Oh, ich putze mir erstmal die Zähne. Puh. Ich will dich. Ich bin noch viel zu müde. Hui. Oh, hi Luisa. Hi. Ich putze jetzt auch gleich meine Zähne. Huch, ich wollte dich ja schon zum Essen runterbringen, aber du musst ja erst Zähne putzen. Ja. Hallo Mädels, ich setze euch mal hier kurz die Lin ab. Ja. Geht's? Ja. Oh. Okay. Ihr müsst ihr dann beim Zähneputzen helfen. Ja, machen wir. Oh, das geht nicht mit Zähneputzen, beim Zähneputzen sprechen. Das kenne ich. Jetzt kannst du Zähne putzen und wir putzen uns mal mit dem Handtuch den Mund ab. Das ist ganz schön nass. Ich bin auch fertig. Kriege ich jetzt das Handtuch? Na klar. Hier. Huch, ich hab's daneben geworfen. Oh, es ist eh runtergefallen. Super, danke. Ich räume schon mal hier die Box wieder rein, weil wir jetzt gleich zum Frühstück müssen. Sonst kriegen wir noch Ärger. So, und rein damit. So, hänge das Handtuch noch schnell da ran. Oh, geht doch. Und schon können wir los. Okay, ich trag dich, Lynn. Ja. Oh, wir sind da. Super, dann kann ja das Essen beginnen. Wir haben für euch schon den Tisch gedeckt. Danke. So, ich sehe schon, ihr habt alles fertig gegessen. Und dann macht euch schon mal für den Unterricht bereit. Eher gesagt, setzt euch schon mal oben auf eure Plätze.